Hallo, herzlich willkommen zu unserem Video. Heute möchte ich euch gern dieses Solarlicht nochmal vorstellen. Die kann man jetzt ganz toll auch als Vase benutzen, also sprich im Winter als Vase, im Sommer als Solarlicht. Und man kann es natürlich jetzt auch im Sommer als Solarlicht und dieses Solarteil jetzt einfach nur so einbauen. Gell? Und dann für unten dann nochmal Beleuchtung mitmachen. Das wäre jetzt auch zum Beispiel so ein Teil, wo wir uns schon überlegt haben. Und ja, uns ist jetzt das zu wenig geworden. Wir möchten einfach für innen auch gerne eine schöne Deko. Und ich habe jetzt da so verschiedene Teile mir zusammengestellt. Also man könnte jetzt zum Beispiel auch so Blüten mit so einer Vase reinstellen. Finde ich jetzt auch ganz schön. Also einfach nur mal das Teil mit die Lichterkette mit rein, dann leuchtet es am Abend. Okay. Und dann haben wir uns natürlich noch mal einige andere Sachen. Also ich habe jetzt da einfach für unten so Hydrokultur reingeschüttet. Das ist auch eine ganz schöne Deko, die man machen kann. Jetzt, das wäre jetzt so, einfach so ein grüner Kaktus. Und dann habe ich da noch so eine Sukkulente. Die finde ich aber jetzt auch sehr schön, weil die hat jetzt in die Spitzen ein bisschen dieses Rot dran. Unten ist das der graue Topf, der jetzt da drin hat, auch ganz schön ausschaut. Und eben dann dieses Licht dazu, ja, das jetzt halt am Abend so leuchtet. Und ich habe mir jetzt vorgestellt, das jetzt auf so ein kleines Blattset. Und da jetzt eine Deko richtig schön rundum machen, dass das wirklich so ein kompaktes Teil ist. Und anfangen würde ich jetzt da tatsächlich mit unseren braunen Geäst, das wir ja, uns überhaupt nicht mehr wegdenken können, weil das einfach ein leichtes Teil ist, das man unwahrscheinlich toll verwenden kann. Das wird jetzt einfach gerade so drum, ja, gewickelt oder gelegt, wie man es eigentlich nennen möchte. Und da habe ich jetzt so Bündel, also so Büschel, die ich jetzt da auch ganz gern. Ich möchte das jetzt ein bisschen kompakter machen, dass das Glas wirklich so richtig schön damit integriert ist. Und die Bündel, die kann man jetzt natürlich jetzt schon verschiedene Höhen machen. Kann man sich jetzt natürlich das Geäst wird ein bisschen wieder nach oben holen und das dann damit reinbauen. Und einfach nur am Ende ein bisschen fixieren mit dem braunen Geäst, dann hat das wieder einen Halt. Und genau, dann haben wir da diese Schiffe zur Seite gestellt, die ich jetzt da auch nochmal mit einbauen hat. Genau, und dann haben wir da so einen ganz tollen Eukalyptus. Das gibt dem jetzt nochmal also ein bisschen Farbe und eben das spiegelt jetzt so dieses Innenleben wieder, weil das ja jetzt auch dieses Rot mit dem Grün ist und das ist jetzt für mich so ein, ja, so ein Übergang, wo man jetzt sagen kann, dass sie das Innere mit dem Äußeren verbindet. So, und dann finde ich jetzt einfach, dass das jetzt noch mehr schön war, wenn da ein paar Muscheln drin waren. Und die grünen Muscheln, die hat mir jetzt ganz gut gefallen.
so richtig schön mintgrün eingefärbt, die Muscheln. Und die mag ich eigentlich ganz gern. Das ist jetzt so eine aktuelle Farbe, das ist mintgrün. Und gerade so zu diesem Rosé Bordeaux schaut das jetzt ganz toll aus. Da gehen wir es jetzt einfach bloß so drauflegen. Und dann habe ich jetzt noch so eine grüne Filzschnur und die möchte ich jetzt eigentlich noch mal ausprobieren, wie das jetzt noch mal ausschaut. Einfach ein paar so Knöpfe mit reinmachen und das dann nochmal so mit reinlegen. Also was ich mir jetzt auch vorstellen kann, das wäre jetzt zum Beispiel eine ganz schwarze Schale. Das ist jetzt mit Sicherheit, wäre jetzt auch nochmal eine ganz schöne Hingucker. Aber so ist das jetzt so diese Naturrichtung. Und ich glaube, dass das jetzt wirklich, wenn es jetzt finster ist, dann auch eine ganz tolle Deko gibt. Ja, ab auf den Sommer. Tisch draußen im Garten und ja, gute Laune, ein schönes Schwätzchen mit den, ja, mit Freunden oder mit lieben Verwandten und schon, ja, ist der Tag gerettet. Also, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, ich habe euch ein bisschen was wieder rüberbringen können und wie immer, Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, abonniert meinen Kanal, ich freue mich über jeden Abonnenten und tja, bis zum nächsten Mal. Pfiat euch!